Hallo, heute geht es um den primären, sekundären, tertiären, quartären und quintären Sektor. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich hoffe, ich kann euch mit unseren kleinen Einführungen ein bisschen näher in Richtung betriebswirtschaftliches Grundwissen bringen und euch ein bisschen weiterhelfen in Sachen Wirtschaftsbildung. Also klassischerweise unterscheidet man in der Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre Wirtschaftsfaktoren und Betriebe nach den drei Wirtschaftssektoren, dem primären Sektor, dem sekundären Sektor, dem tertiären Sektor. Doch es gibt auch Erweiterungen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, nämlich um den quartären und quintären Sektor. Ich will euch jetzt einmal kurz eine Einführung geben. Ihr könnt alles auch auf dem Blog nachlesen. Der primäre Sektor ist der Sektor der Urerzeugung. In dem sind alle Betriebe zusammengefasst, die quasi ihre Produkte aus der Natur gewinnen. Das können Wasserkraft und Windkraft sein, aber genauso gut alles, was in Bergbau und Landwirtschaft zusammengefasst wird. Manchmal fasst man Bergbau auch in den sekundären Sektor zusammen. Da sind die Literaturangaben nicht ganz stimmig. Der sekundäre Sektor ist der Sektor der industriellen Weiterverarbeitung und der Weiterverarbeitung. In diesem werden die Produkte der Urerzeugung aufgegriffen und weiterverarbeitet. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben einen Apfel, den wir im primären Sektor als Landwirt geerntet haben. Dann werden wir den im sekundären Sektor zu Apfelsaft verarbeiten. Hier gehört alles hinein, was Industrie und Handwerk ist und auch Bergbau. Der tertiäre Sektor oder auch Dienstleistung genannt, beschäftigt sich mit allem, was den sekundären Sektor aufgreift und weiter unter die Leute bringt, aber auch über Beratung, Versicherung, Handel. All solche Sachen gehören in den tertiären Sektor. Alles, was quasi mit Beratung und Verkauf zu tun hat. Nun hört normalerweise die klassische Einteilung auf, doch 1961 hat Jean Gottmann einen vierten Sektor hinzugefügt, der Sektor der Information. Das bildet eigentlich auch ganz gut unser Informationszeitalter ab. Hierzu gehören alle Dienstleistungen aus der Beratung, also Rechtsanwälte und Steuerberater, Erzieher und Heilberufe, aber auch alles, was im technischen Bereich gehört, die IT- und Kommunikationstechnologien und Hochtechnologie und Nanotechnologie. Zudem gibt es noch den quintären Sektor oder den Sektor der Entsorgungswirtschaft, in den Abfallwirtschaft, Müllwirtschaft, aber auch Recycling- und Kläranlagen zusammengefasst wird. Man kann sagen, dass sich eine Gesellschaft, also in Deutschland zum Beispiel, vom primären zum tertiären Sektor entwickelt hat. Früher, im 18. Jahrhundert, waren die meisten der Menschen noch im Sektor der Urerzeugung tätig, also Landwirtschaft, Viehzucht, Ackerbau. Und das ist auch der Sektor mit der größten Tradition. 60% der Arbeitnehmer waren im Urerzeugungssektor beheimatet. Im 21. Jahrhundert hat sich das umgedreht. Da sind über 60% der Arbeitnehmer im tertiären Sektor tätig, im primären Sektor hingegen nur noch 3%. Man sieht, dass sich eine Gesellschaft hin zum tertiären Sektor hin verlagern kann. Was das aussagt, wie sich das auswirkt, wo das herkommt, kann man gar nicht so genau sagen, beziehungsweise das verdient schon ein Extra-Video. Auf jeden Fall verdienen diese Sektoren eine sehr genaue Betrachtung, weil sie doch sehr viel auch über die Struktur des Landes aussagen, welches man betrachtet. Ja, und es sagt auch viel über den Betrieb aus, den man sich anguckt. Damit sind diese Faktoren, diese Wirtschaftsfaktoren und Sektoren sowohl betriebswirtschaftlich als auch volkswirtschaftlich sinnvoll zu betrachten. Ja, das war es jetzt mal von mir. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Viel Erfolg bei was auch immer ihr gerade tut. Bis dann.